Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mario von Wolfsrudel. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom LS15. Und ihr werdet sicherlich meine Stimme ganz anders hören. Das liegt daran, dass ich endlich ein vernünftiges Mikrofon gefunden habe. Ja, das kein Schmarrn ist und keine Abzocke, das nicht funktioniert oder dass sich scheiße anhört. Kann ich das nur empfehlen, das ist jetzt ein normales Mikrofon, also wie ihr es kennt, wenn man jetzt singt, also normales Mikro ohne Headset und sowas, mit Halterung für 20 Euro von Speedlink bei Amazon gekauft, ist auch zurzeit glaube ich auf Bestseller Platz 1. Ja, ist ein super Mikrofon, die Stimme ist ein bisschen anders, man gewöhnt sich zwar schnell dran, aber sie ist einfach viel schöner, man hört wirklich die Stimme, ihr werdet sicherlich noch wissen vom alten Headset. Bei dem 20 Minuten Let's Play, die ersten 10 Minuten, hat sich meine Stimme richtig metallisch, fast wie ein Alien angehört, also das fast gar nichts verstanden. Und andere, die nächsten 10 Minuten, die letzten 10 Minuten, war es dann wieder einigermaßen in Ordnung. Und das hat mich halt so aufgeregt, auch während den Skype-Gesprächen war das immer so, und dann habe ich gesagt, naja, jetzt reicht's. Für 20 Euro habe ich mir das dann eben zugelegt und habe das jetzt vor mir am Tisch stehen. Ich denke mal, ihr solltet mich gut hören. Ja, und wir sind gerade im MAN beim Tieflader und befördern gerade den Radlader mit der Poltergabel hoch zum Hof. Denn heute will ich mal, es gibt jetzt schon platzierbare Objekte oder platzierbare Unterstände als Mods für den LS15. Und die will ich da hinstellen, wo jetzt ihr hier rechts diese Wiese seht mit den verschiedenen Bäumen. Das heißt, ich muss die Bäume alle abholzen, da fangen wir gleich mal an. Und dann einfach, was weiß ich, erstmal wegschieben da hinten ins Gebüsch. Die werde ich jetzt nicht unbedingt hexen oder so, das ist mir jetzt egal. Hauptsache, die sind weg. Wo ich dann noch eventuell die Baumstumpf fräse, damit das halt alles schön weg ist. Oh, der fällt gleich um, sehr schön. Wunderbar, machen wir das hart weg, dann stört es nicht so. Hier kommt eine Birke dran. Gott sei Dank fallen die kleinen Bäume hier beim ersten. Ja. Okay. Nein, der wollte wieder nicht. Der wollte wieder nicht, aber normalerweise fallen sie jetzt alle immer das erste Mal um. Ja, probieren wir es nochmal. Jetzt aber bestimmt. Ja, jetzt fällt er um und kaputt. Ja, es nervt halt, dass ausgerechnet da jetzt die Bäume sind, wo ich den Unterstand hin haben will, weil sonst haben wir eigentlich am Hof keinen Platz. Hier kann man nicht platzieren, wo jetzt die Steinwerke sind, das geht leider nicht auf dem Beton oder auf dem Asphalt. Jetzt müssen wir es nochmal anders probieren. Ja, so könnte es vielleicht gehen. Natürlich ein Modell von Husqvarna. Denn schon. Schade, dass es die Motorsägenmarke Stihl nicht gibt. STIHL. Bin auch weit verbreitet, haben wir auch eine auf dem Hof. Oder zwei sogar. Der will einfach nicht, schaut euch das mal an. Der will nicht fallen. Jetzt kommt schon. Jawohl, endlich. Mensch. Braucht ja echt ewig. Oder der nächste. Ach, da geht's wieder nicht. Ja, das Umsägen ist ja nicht das Schwerste, nur das kompliziert wird es dann, wenn du die wegschleppen musst. Brauchst du dann schon Kraft? Ich denke, mit dem Radler, da sollte das gehen. Das wäre jetzt eh, glaube ich, der letzte. Was? Fällt der jetzt um oder nicht? Nein, der fällt nicht um. Schneiden wir noch mal unten runter durch. Vielleicht geht's jetzt. Auch nicht. Okay. Ja, das ist immer ein bisschen nervig. Manchmal geht's beim ersten oder zweiten Mal. Mal brauchst du viel bis fünf Versuche. Jetzt kommt der auch nicht. Das war nur so ein kleiner Keil, den ich da weggeschnitten habe. Jetzt aber der geht komplett durch normalerweise. Der Schnitt. Ja, der fällt. Oh nein, nicht auf Schneidwerk drauf. Och Mensch. So ein Mist. War jetzt gar nicht gut. Sind jetzt wenigstens alle Bäume gefällt? Ja, ja. Sind weg. So, dann packt man mal den Radlader aus. Unseren Trumpf. Mit der Poltergabel. Der braucht immer so ewig, bis er läuft. Jetzt 3-4 Sekunden braucht er, bis der Motor gestartet ist. Das nervt mich immer, aber gut. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, so wird das bestimmt nicht gehen. Ne, wir müssen von der Seite her. Es wäre natürlich einfach, wenn man ihn von vorne mit der Zange festmachen könnte.
Und dann könnte man ihn einfach rückwärts rausziehen, aber das scheint er nicht so zu wollen. Ah, komm schon. Jetzt, ja, voll. Mist, genau das, was ich meinte. Genau das, was ich meinte. Aber vielleicht können wir ihn einfach nur wegschieben. Stimmt, das sollte auch gehen mit der Poltergabel. Ja. Das geht sogar noch einfacher. Weiß nicht, ob ich die irgendwann mal zersägen werde. Die kommen jetzt einfach da immer runter. Verdammt nochmal, jetzt komm schon. Ah, das ist harte Arbeit. Jetzt bin ich im Baum. Toll. Ja, von mir aus kann er da unten liegen bleiben. Dann fahren wir den auch nochmal weg hier. Einfach da runter, da stört es doch bestimmt keinen. Mich zumindest nicht, weil wir haben eh genug Wälder, also werden wir den Wald hier sicher nicht, oder die Tannenbäume hier sicher nicht fällen. Da haben wir unseren schönen großen Wald unten bei der BGA, bei dem wir jetzt demnächst anfangen. Und wir haben jetzt noch 5-6 Bäume. Ja, dann, wir haben so viele Maschinen inzwischen, dass wir die wirklich nicht mehr in einem ein oder zwei Unterständen unterbringen können. Wir haben allein schon 4 Erntemaschinen, also 3 Mähdrescher, die 2 New Case, den einen New Holland und den Krone Big X Maishäcksler, also mit 4 Dinger, da ist der Schuppen oder der Unterstand auch schon voll, ja. Dann haben wir aber noch 8 Traktoren, die, ich meine, wir werden zwar nie alle Traktoren auf einmal irgendwo heimfahren, denn es sind immer welche unterwegs oder irgendwo auf dem Feld stehende da, aber trotzdem, bei 8 Traktoren hat man doch mal vielleicht 3-4 da und dann hat man keinen Platz mehr. Lieber ein bisschen zu viel Platz als zu wenig. Eigentlich immer, wenn ich nach langem Zocken dann fertig bin, dann will ich auch noch die meisten Fahrzeuge und Gerätschaften, ja, einräumen oder halt in den, in den Unterstand fahren, dass die halt aufgeräumt sind, wie es halt echt in der Realität auch ist. Man lässt dann nicht alles auf dem Feld liegen und wartet dann, bis irgendein Kohle vorbeikommt und das dann alles mitnimmt. kommt dann mit so einem LKW und so und laden dann den Traktor auf, wer weiß. Weiß es Gott, hat schon alles gegeben. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Wir müssen ein bisschen weiter runter. Jetzt, ja. Ah, das war jetzt die falsche Richtung, das ist immer diese Steuerung. Auch mit Knicklenkern ist das ein bisschen problematisch. Vor allem kannst du nicht so präzise auf dem Feld arbeiten. Das finde ich nicht so toll, deswegen die Knicklenker jetzt nicht mal unbedingt so wahnsinnig toll. Jetzt aber komm schon. Jawoll, der nimmt's mit. Jetzt nimmt er den anderen Baum zurück. Ich rast aus. Nochmal runterschieben. Ja, das sollte jetzt wohl gehen. Jetzt nimmt er. Ja, okay. So, dann fallen gelassen. Ach, das Spiel ist schon herrlich. Mit 35 FPS oder mal sogar 22 FPS aufnehmen, das macht echt Spaß. Kann ich ja vorstellen, wie es bei mir dann ruckelt. Obwohl, also, seht ihr mal, wenn andere mit, sagen wir mal, keinem so brutalen Gaming-PC wie ich ihn habe, aufnehmen würden, die bekommen ja keine 10 FPS. Dann können die das gar nicht spielen. Das ist echt Horror für jeden Let's Player. Ich schätze mal, es ist einfach die Engine, die das nicht will. Super, jetzt haben wir ihn zwar wenigstens vom Maishäcksler weg, aber vom New Holland weg, aber trotzdem noch da. Ja, das wird jetzt hier nur so sein, also ein kurzes Let's Play, kein so richtig, wo wir jetzt viel anpacken werden. Wo ich dann auch noch weg muss. Aber ich wollte halt gleich mal ein neues Let's Play machen mit dem neuen Mikro, um selbst auch mal zu testen. Und vielleicht schreibt ihr einfach mal in die Kommentare, wie ihr mich denn hört, wie die Mikrofonqualität denn ist. Ich finde sie sehr gut. Klingt ein bisschen anders, ein bisschen dumpf manchmal, aber es geht dazu. Jetzt willst du mir nicht erzählen, dass der Baum jetzt da drin backt oder was? Unglaublich, unglaublich. Aber das ist auch mit den Bäumen so schlimm in dem Spiel. Warum haben sie das nicht gepatcht? Die Bäume, es ist ja so, dass manche Bäume, wenn man die irgendwo umsägt oder so, einfach verschwinden. Auch im Scorpion King, die verschwinden einfach. Jetzt ist der. Ich raste aus. Ich raste wirklich aus. Jetzt ist der scheiß Baum da in der Mitte. Das kann es doch wohl nicht sein. Ey, ich geh zum Klingeln putzen, ich sag's euch. Ja, das hat es auch nicht gebracht.
geht nichts mehr. Da geht nichts mehr, meine Freunde. Das ist Zapfenstreich. Den können wir nur noch zersägen, den Scheißbaum. Das ist unmöglich. Das ist echt unglaublich. Ah, jetzt zurück muss ich echt mal schauen, dass ich auch überhaupt den Baum richtig treffe. Aber den könnten wir jetzt, glaube ich, gut. Auch nicht. Naja. Sind das jetzt zwei? Ja, das sind zwei. Jetzt rollt er mich. Diese Scheißbäume. Genauso ist es mit den Feldern zwischen, ich kenne ja bestimmt die Felder 36, 37, da ist ja auch so eine Baumreihe dazwischen, so eine Allee, und wenn man daraus ein Feld machen muss, muss man die auch 10 oder so, wie das sind, keine Ahnung, muss man die auch alle umsägen und dann auch noch wegbekommen, das ist auch sehr aufwendig, bis es dann auch klappt. Ja, wenigstens ist der Baum jetzt schön entsorgt, der kann ja von mir aus dann noch 50 Kilometer runterkugeln. Okay. Wir fehlen jetzt noch immer noch. Es dauerte ewig. Ich wollte jetzt eigentlich nicht das ganze Let's Play damit verbringen, mir die Bäume wegzuschaffen, sondern eher den Unterstand hier hinzumachen. Was heißt, muss er dann doch in die Wiese. Es wäre schön, wenn man irgendwie den Untergrund auch ändern könnte. Also sowas wie Asphaltzähnen. Ich hatte ja auch im Hof irgendwie mal vergessen, Felder erstellen auszulassen, hat er den Pflug gesenkt beim Waschen. Und dann hat sich so eine ganze Spur durch den Hof gezogen. Ihr seht, habt das vielleicht vorhin gesehen. Hier sieht man es eh noch vorne, die Hollen, seht ihr da diese Grasfetzen. Ich dachte, wenn man mit Gras drüber sät, geht's weg. Naja, das stimmt erstmal. Man sieht danach nichts mehr, aber dann wächst halt da Gras raus. Das habe ich nicht bedacht. Ja, aber lieber ein paar Grasfetzen im Hof als hier Flugtexturen. Das wäre echt nicht schön. Ja, das wird jetzt doof. Wenn ich jetzt da selbst kniegelt. Nee, passt sogar. Jetzt haben wir noch den und den da hinten. Ja, vielleicht. Ja, okay, wenn ich die Halle hinten platziere, habe ich bestimmt keinen Platz mehr. Also muss der gleich weg, der Baum. Der ist jetzt nur kleiner, den können wir vielleicht direkt gleich mit der Foltergabel nehmen. Ja, klar, ja, so ist es super, weil da kann dir der Baum nicht entwischen. So ist es perfekt. Hier ist dann irgendwie so eine Waldsammelstelle, so kommt es mir vor. Jawoll, der ist. Ich stecke jetzt hier nicht fest, oder? Wie es aussieht, doch. Nee, ich kann hier noch links noch weg. Ja, befreit. Befreit. Oh, jetzt kommt noch der letzte Baum. Motorsäge raus und schnibbeln, was das Zeug hält. Aber ich könnte ihn eigentlich gleich entlasten, das wäre vielleicht sogar sinnvoller. Gut, ich muss ja nicht komplett sauber entlastet werden. Hauptsache, man hat ein bisschen Überblick, wo wir überhaupt. Ich sehe dann schon, ist das meiste weg. Ja, sieht er, so schnell geht das. Ja, nur da wird es jetzt ein bisschen. Nee, das geht auch. Das geht super. Ich dachte jetzt gar nicht, dass das so einwandfrei geht. Seht ihr da? Unentastet. Perfekt. Ich würde sagen, das schneiden wir hier ab. Ah, da guckt euch das an. Der steckt da genau in der Mitte. Okay. Dann kriegen wir das schon hin. Jetzt sieht man es halt doch besser. Das Entasten wäre natürlich dann noch sinnvoller, wenn man Bäume da wegbekommen will. Ich habe es mit dem Häcksel noch nie probiert bei Laubbäumen. Das, ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Kann ich mir jetzt direkt nicht vorstellen, aber vielleicht geht es ja doch. Okay, ein hätten wir. Und jetzt kommt das nächste Problem. Seht ihr das? Dann haut ihr die Scheiße einfach raus. Kippt dann einfach. Ja, genau, und das war's dann schon. So ein Mist. Ja, dafür ist eben die Poltergabe viel zu groß. Es ist okay, wenn man 3-4 Baumstämme auf einmal nimmt, aber weniger ist es blöd für einen Baumstamm, vor allem noch so einen dünnen. Hey, der bin ich! Guck das mal an, jetzt steckt er da oben drin. Ich muss da hochklettern, wenn es geht. Es geht, sehr schön. Ja, viel Spaß beim Durchsehen, komm ich. Ey, jetzt steckt der Baum da drin. Ich glaube es nicht.
Ich glaube es wirklich nicht. Aber gut. Lassen wir ihn halt da stecken, aber wir können ja nochmal versuchen. Nee, klappt nicht. Obwohl, ja, so vielleicht. Ja, jetzt ist jetzt eh egal, wenn dann von mir aus der Baum den ganzen Tag rumwippelt, das ist mir doch jetzt schnurzpiep egal. Ja, ab ihn. Sehr schön. Wenigstens können wir den jetzt gleich nach hinten befördern. Jawoll. Und dann der letzte noch. Endlich geschafft. Da bin ich echt genervt, diese scheiß Bäume hier. Und was ich bei dem Hof erzielen, Björn, haben nicht so toll finde. Ich finde ja trotzdem, es ist die beste Standard-Map von jedem LS. Also definitiv. Auch wenn, man merkt halt doch einen riesigen Unterschied. Ich habe mir jetzt neulich die Holzhausen mal angeschaut. Die ist echt genial. Die werden wir jetzt ab dann, also ich sag mal ab ein, zwei Wochen auch, wenn wir die jetzt anfangen zu spielen, oder ich zumindest, weiß nicht, vielleicht mal auf einem neuen Server mit anderen. Weil alleine schlaucht es doch schon ziemlich. Und wenn dann die anderen wieder keine Lust haben oder so schnell, ja, so schnell den Dienst quittieren, ist das auch blöd. Vielleicht holen wir da einfach einen Online-Server von Leuten, die halt wirklich jeden Tag spielen oder regelmäßig, und dann, sag ich mal, wo du auch dann Rechte hast, wo du auch mal Maschinen kaufen kannst. Und, aber wenn die erkennen, dass ich einfach jemand bin, der sich auskennt mit Maschinen, ich meine, ich habe schon immer auf dem Bauernhof gelebt und ich kenne mich damit wirklich sehr, sehr gut aus. Also fahre realistisch, baue sicherlich keine Scheiße, also ich glaube, ich bin nicht begehrt. Nur die Drecksarbeit machen will ich auch nicht immer. So, dann kaufen wir uns jetzt in der Mod-Kategorie. Mal schauen. Ach, hier sind sie ja, die Unterstände. Seht ihr, das Sandbox Halle 1 und Halle 2. Jetzt müsst ihr mal schauen. Ja, würde das nicht beides hinpassen? Ehrlich mal überlegen. Es könnte ja sogar beides hinpassen. Entweder hier so. Ja, es ist immer blöd, dass man das nicht so fein hinbekommen kann. Und dann würde ich zwar fast schon sagen, hier so machen wir es. Ja, ja. Muss ich aber nochmal schauen auf die andere, wie lang das Teil ist. Oh, das ist ja noch länger. Das könnte jetzt ein Problem werden. Hier wird es auch noch gehen. Es wäre zwar wirklich knapp vom Platz her. Vor allem, wir sehen dann leider nicht. Ich lasse es jetzt mal so, scheiß drauf. Jetzt haben wir hier den einen Unterstand. Jetzt müssen wir zuerst noch schauen, ob das auch passt. Ich stehe direkt drinnen. Und ja, vielleicht ein bisschen zu weit. Obwohl, nee, eigentlich passt das so. Würde ich mal so lassen. Vor allem hat man dann hier vielleicht sogar Platz für Schneidwerke und sowas. Finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt hätten wir hier noch Platz für eine zweite Halle. Schauen, was wir da nehmen. Da vielleicht... Große. Theoretisch würden auch drei hinpassen, nur dann, nee, das wird dann einfach vom Platz, das sieht dann auch nicht mehr gut aus. Obwohl, passt eigentlich schön noch hier hin, ja, würde ich schon sagen. Ich würde es halt dann doch vielleicht so weit nach vorne machen, wie es geht. Dann hat man hier noch so einen kleinen Abstellplatz, vielleicht für den Flug oder so. Ja, jetzt ist es ziemlich, ja, wieder nicht. Ich müsste noch... Das ist immer ein bisschen, ja, genauer geht's fast nicht. Ja, das ist ja scheiße. Das ist ja total schief. Das ist echt unglaublich. Warum kann man das nicht genauer machen? Die müssten doch eigentlich nur... das viel sensibler machen. Das wird halt länger dauern, dass man was dreht, aber das kann doch nicht der Ernst sein. Das muss man doch anders auch hinbekommen. Ja, sollen wir es jetzt so lassen? Gut, dann stelle ich hier die schiefe Maschinenhalle hin, wenn es auch noch so bescheuert aussieht. Oh, die ist ja, das sind ja, wie viele Grad, wie schief ist denn das Teil jetzt?
Echt blöd. Oh nein, 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 nein. Seht ihr das? Ah, ich zum Kotzen. Jetzt hängt das in der Luft. Na, das geht so nicht. Das geht auf keinen Fall so. Jetzt bearbeite ich nochmal schnell. Dann muss ich eh bald aufhören. Kauf nochmal. Was kostet die 70.000? Ja, bist du irre. Nochmal schnell auf den Shop. Diverses. Und dann. Wir können auch nochmal so eine Halle nehmen. Wäre mir vielleicht fast lieber. Pulli ist größer. Ah, hier sieht man dann, wenn es schon in der Luft ist. Okay, da müssen wir jetzt schauen. Vielleicht machen wir sie doch ganz nach hinten. Möglichst eng anliegend an der Halle. Sieht halt nicht so toll aus, aber es geht jetzt erstmal um den Platz. Ich, nein, ich kann mich schon wieder umbringen. Jetzt habe ich sie falsch rum, ey, Leute. Das gibt's nicht. Bitte haut mich weg. Haut mich weg. Unglaublich, echt. Was ich hier viel Scheiße mache, das ist echt unglaublich. So, jetzt reicht's mir. Jetzt kommt nochmal eine Maschinenhalle hin. Schluss aus Ende. Unglaublich hier. Oh, jetzt haben wir aber hier die Öffnung, nicht, dass wir das nochmal verkehrt machen. Ja, und parallel. Seht ihr das? Genau das ist das, was ich wollte. Oder zumindest halbwegs parallel. Natürlich wird jetzt wieder einer kommen, dass das hier irgendwo raus in der Luft steht. Sicherlich. Gar nicht mal so schlimm. Hier so eine kleine Ecke, sonst sieht man es gar nicht. Also würde ich dann das so lassen. Nein, doch nicht. Weil hier dann der Boden eben. Seht ihr das? Weil hier der Boden dann runterhängt. Ach, scheiß drauf. Wie sollen wir es sonst machen? Wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Genau, besser. Enger geht's eh nicht. Also gut. Ja, lassen wir so. Gut, ich hoffe, ich hatte das erste Display mal getaugt. Auch von der Stimme her einfach eine angenehme Stimme mit einem guten Mikrofon zu haben, ist sicherlich schon was wert. Ja, und mache jetzt sicherlich noch ein Let's Play. Da geht es dann richtig los mit Feldarbeiten und so. Vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Also macht's gut, bis denne. Ciao, euer Wolfsrudel.